Hallo und herzlich willkommen zur 329. Folge von Let's Play Minecraft Staffel 6. Mit mir, den Celsius, hier auf dem südesmeraldischen Fernsehen. Der Delfino ist wieder abgereist. Der hat mir mit Tatendrang hier dran geholfen, das schön zu bauen. Das ist dabei entstanden bis jetzt erstmal. Und bis jetzt schaut das gut aus. Ich werde mich ransetzen, hier noch ordentlich Rahmen zu produzieren, dass das hier auch läuft. Denn so alles ausschildern ist dann doch nicht so mein Ding. Da sind die Schilder in der Stadt schon genug. So, das erste, was jetzt hier erstmal wegkommt, ist das Zuckerrohr. Das muss man woanders hin pflanzen. Da muss man mal gucken, wohin. So, ab dieser Folge werden es wahrscheinlich wieder nur 10 Minuten Parts sein. Der Grund sind die privaten Gründe. Ich werde bald wieder in die Berufsschule wechseln. Da bin ich wieder 2 Wochen nicht da und da ist ein wenig Vorproduzieren angesagt. Jetzt zwar noch nicht, jetzt kann ich noch darauf eingehen, so ein bisschen, aber auch zur Schule kann ich immer noch darauf eingehen, auf eure Kommentare. Nur nicht so direkt im Let's Play. Und ich werde mir das dann notieren. Und ihr könnt mir, guck mal, die Naturalien. Hier sind halt die ganzen Ökos drin, aber ich tue das erstmal hier rein. So, zack. Muss ich mir merken, hier ist das Zuckerrohr drin. Zack, zack, zack. Da sind Pflanzen drin. So. Meine Aufgabe ist es erstmal hier die Bäume zu fällen, weil ich habe gesehen, der Eichenvorrat ist ja sowas von im Keller. Dann ist da oben am Tower noch was. Nur, man kann ja auch mal ein bisschen ausmerzen. So, mit uns zusammen auf dem Server ist noch der Sonnenschein. Hier ist noch eine Birke. Wir müssen dann auch mal in den Süden der Stadt. Da hat sich nämlich etwas getan. Hier ein Hase? Oder was ist das? Nee, ist Sand. Hase und Sand verwechselt, sehr gut. Hase und Sand verwechselt. Ja, mir fällen hier fröhlich und lustig die Bäume. Und können ja, zack. Und dir, genau. Zack, zack. Ich habe mir mal eine späteren vorgenommen. Ich habe mir mal ein Video angeguckt. Von einem Let's Play, von einem, den ich jetzt nicht erwähnen möchte. Und diese baut in einer Stadt. Hat er auch schon so seine 200 Folgen. Ein bisschen mehr habe ich ja schon. Und er hat ungefähr die ersten, also nicht die ersten, sondern ab Folge 110 darauf gestoßen, nicht gestoßen, sondern er hat darauf beruht, ich müsste mal was essen kurz, dass er das unbedingt macht. Und zwar, jetzt passt auf, er ist ab Folge 110 in den Nether gegangen, na, nicht die Hacke wegwerfen wir, in den Nether gegangen, um Witterskelette zu bekämpfen, um Witterskelettschädel zu bekommen, und hat sich den sein mitgenommen und hat dann einen Ritter gespawnt. Und er war schlau. Er hat dann einfach gesagt, gut, ich baue einen Obsidian-Käfig und steck den Ritter dann dort rein. Hat auch alles geklappt. Und er hat seinen Netherstern bekommen, auch am Ende. Das droppt nämlich sozusagen, dieser Ritter. Aber ihr denkt wahrscheinlich jetzt, worauf will Cedric hinaus?
So, passt auf. Diesen Netherstern. Den braucht man ja, um einen Beacon herzustellen, ein Leuchtfeuer. Und dieses Leuchtfeuer würde doch auch unbedingt hier reinpassen. Irgendwo in das zentrale Stadtbild hat er den nämlich hingepflanzt. Richtig schön gestalten mit sämtlichen Blöcken, die es so gibt. Also der hat ihn nun nicht aus einem Blockart gemacht, sondern aus mehreren. Also jetzt auch nicht jede Schicht eine Farbe, sondern oder ein Material, sondern auch ein bisschen gemischt. Und das hat das Ganze ein bisschen Feeling gebracht. Natürlich war da mehr Eisen dabei als Gold und mehr Gold dabei als Smaragd etc. Ich glaube, Kohleblöcke nimmt er ja nicht an. Hat er dann auch feststellen müssen. Hat nämlich das Innere mit Kohleblöcke machen wollen, weil es natürlich billiger ist. Aber das hat leider nicht funktioniert. Da musste er nochmal seine letzten Eisenreserven aufbrauchen und ist jetzt bei Folge 270 oder 276 darauf gekommen, endlich mal oben das Leuchtfeuer auch drauf zu setzen. Und hat dann gleich mal was eingestellt, und zwar hat er Haste eingestellt. Und für alle, die nicht wissen, was Haste bedeutet, man kann es auch einfach übersetzen mit Hasten. Also schnell, man muss etwas schnell erledigen, was stressig erledigen. Und das ist es auch im Grunde genommen. In Minecraft würde das für den Stein, ich will es guck mal mit dieser Schaufel präsentieren. Ihr müsst euch diese Schaufel als Spitzhacke vorstellen. Und diese Erde, die ich jetzt hier abklopfe, also die noch nicht hier. Die noch nicht, aber die Erde, die ich jetzt hier abklopfe, müsst ihr euch als Stein vorstellen, beziehungsweise als Erze. Naja, das war jetzt nicht so das schöne Beispiel, aber es geht ratzfatz. Richtig, richtig schnell. Also, so schnell könnt ihr euch vorstellen, so schnell baut er Steine. Und nur deswegen hat er da so zeitig angefangen. Finde ich gar keine so schlechte Idee. Ja, ich baue jetzt sehr viel aufs Bauen drauf aus. Und wenn ihr jetzt gerade wisst, worauf ich hinaus möchte, ich möchte ein bisschen Abenteuer erleben. Mit euch zusammen. Versteht sich. Ich fäll jetzt aber erstmal hier die Bäume und noch ein Apfel. Wir haben schon wieder ein 64er Stack voll mit Eichenholz. Ich habe ein Bett im Inventar. Es wird nämlich gerade Nacht. Aber ich kann noch nicht schlafen. Ich kann immer noch nicht schlafen. Wieder neue Lieder aus der neuen Playlist hier. Zack. Zack, zack. Und hier runter und den noch fällen. Und hier hinten ist dann nichts mehr. Das müssen wir alles noch ein bisschen begradigen hier. Das kommt ja noch so rum. Das wird ja noch so rumgebaut. Und hier kommt dann wie so ein Tor hin. Also hier noch so eine Plattform, kommt ein Turm hin, da noch eine Plattform, kommt ein Tor hin. Also ein Turm, kein Tor, sondern ein Turm. Hier sind ganz viele Schweinis. Ja, und dann kommt auch irgendwann mal der Punkt hier in Nordwehen, wo wir eine Arena bauen. Eine Arena, denkt er jetzt. Was will denn der Cedric mit einer Arena? Und vor allem was für eine Arena? Also, ich bin auch so ein bisschen Rennsport begeistert und würde hier gern die erste Formel-Schweins-Arena des Wendslandes bauen. Ich
Ich hoffe, mir greift den Titel nicht jemand vor mir ab. Ich weiß, dass der Enrico gerade dabei ist, Hohenstein auszubauen. Aber mehr verrate ich schon mal nicht. War ein kleiner Spoiler-Linski. Aber ich glaube, das nimmt er mir nicht böse. Zack. Sind auch Setzlinge. Ich möchte gerne die Folge beenden. Zack. Die Setzlinge sind mir heilig. Da ist noch was. Und hier unten laufe ich auch. Hier? Irgendwo? Nee. Hier zwischen? Da. Zack. Utschalalala. So, meine lieben Freunde, da verabschiede ich mich von dieser Folge, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann in der 330. wieder. Tschüss.